Ja, moin Pyrus. Nach meinem FP3-Auskurzvideo haben wir jetzt hier mal die diversen FP3 Small im Test. Was soll ich sagen? Wir haben zuerst den FP3 Small NWP ohne irgendwelche Angaben von NDM, hat aber 0,8. Dann haben wir den mit, oder 0,83 eher, den 0,83er NWP FP3 Small Klasse 3. Gefolgt von dem FP3 Small mit 0,83 Gramm, aber CE ist auch noch ganz okay. Dann haben wir hier nochmal den 0,83 ohne NWP oder sonst was. Den, ja, den Widowmaker ist das. Kommt hier hin. Davon habe ich, glaube ich, nee, habe ich nicht. Und zu guter Letzt das verarsche Ding schlechthin 0,53. Ja, 0,35. Und naja, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich weiß schon, welcher eh besser sein wird, aber viel Spaß beim Test.